Ein Kartenspiel enthält 36 Karten, vier Farben mit jeweils den Zahlen 1 bis 9. Es gibt vier Spieler und jedem Spieler werden 9 Karten ausgeteilt. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Spieler alle vier Einser bekommt? Ja, wir reden von Spielkarten und da kann man eigentlich davon ausgehen, dass es faire Karten sind. Das heißt, dass die Wahrscheinlichkeit, eine bestimmte Karte zu bekommen, für alle Karten gleich groß ist. Das heißt, wir können hier die Wahrscheinlichkeiten wieder in althergebrachter Art bestimmen. Das wäre nämlich sagen, die Wahrscheinlichkeit, alle vier Einser in 9 Karten, darum geht es ja. Alle vier Einser in 9 Karten. Diese Wahrscheinlichkeit ist gerade ja die Zahl der Ergebnisse, die diese Bedingung erfüllen, geteilt durch die Zahl der möglichen Ergebnisse. Das ist ja unser Standard und der funktioniert immer dann, wenn die Ergebnisse, um die es hier geht, gleich wahrscheinlich sind. Und das sind sie in dem Fall ja. Ja, also die Zahl der Ergebnisse, die die Bedingungen erfüllen, kürze ich jetzt mal ab hier, und zwar, dass eben vier Einser drin sind, geteilt durch die Zahl der möglichen Ergebnisse. Und das ist ja nichts anderes als die Zahl der Kartenkombinationen von 9 Karten, die ich hier bekommen kann. Ja, vielleicht rechnen wir das zuerst aus. Also die Zahl dieser möglichen Ergebnisse oder die Zahl der möglichen Kartensätze. Als erstes kann er eine von 36 möglichen Karten ausgeteilt bekommen. Als nächstes sind dann noch 35 Karten möglich. Dann kann er als nächstes eine von 34 Karten bekommen und so weiter. Ihr seht schon, worauf es hinausläuft. Ich muss hier diese 9 Zahlen anschreiben. Mal 30 mal 29 mal 28. Das sind jetzt meine 9 Karten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Genau, die 9. Karte, die kann ich jetzt noch aus den 28 verbliebenen Karten auswählen. Das ist die Zahl der möglichen Kartensätze, die ich bekomme. Jetzt interessiert mich aber nicht die Reihenfolge. Deshalb muss ich nochmal teilen durch die Möglichkeiten, die ich habe, diese 9 Karten verschieden anzuordnen. Also ich teile durch die Anordnungsmöglichkeiten meiner 9 Karten und das sind eben gerade 9 mal 8 mal 7 mal 6 mal 5 mal 4 mal 3 mal 2 mal 1 Möglichkeiten, also 9 Fakultätmöglichkeiten, die ich habe, um 9 gegebene Karten jetzt in verschiedener Weise ausgeteilt zu bekommen oder in verschiedener Weise in meiner Hand anzuordnen. Ist ja beides eigentlich dasselbe. Ja, und das ist, kann ich auch schreiben als 9 aus 36 in dieser komischen Klammer hier. Und das, was ich da oben aufgeschrieben habe, das kann ich auch in dieser Form schreiben. Das ist dasselbe wie 36 Fakultät geteilt durch 9 Fakultät mal 36 minus 9 Fakultät. Also dieser Ausdruck, wenn ich diesen Ausdruck hinschreibe, dann komme ich genau hier auf diesen Bruch. Gut, das ist jetzt die Zahl der Kartensätze. Jetzt kenne ich also schon mal hier unten die Zahl der möglichen Ergebnisse. Jetzt brauche ich aber noch diesen anderen Teil hier, die Zahl der Ergebnisse, die die Bedingung erfüllen. Welche Ergebnisse erfüllen denn die Bedingung? Diese Ergebnisse, die die Bedingung erfüllen, die sehen ja so aus. Da habe ich hier 4 Einser, 1, 1, 1, 1 und dann habe ich hier noch 5 offene Stellen. Ja, und an dieser Stelle hier gibt es auch wieder, wie viele Möglichkeiten gibt es denn? Ja, nicht 36 Möglichkeiten, denn 4 Einser sind ja schon weg, die habe ich ja schon. Das heißt, da gibt es nur noch 32 Möglichkeiten. 32 andere Karten könnten hier hin und hier könnten dann nur noch 31 Karten hin, hier 30, hier 29 und hier 28. Das heißt, ich habe also 32 mal 31 mal 30 mal 29 mal 28 Möglichkeiten hier noch Karten zu bekommen. Auch da muss ich wieder teilen, weil mich die Reihenfolge, in der ich die Karten bekomme, nicht interessieren, weil ich die Karten in meiner Hand beliebig anordnen kann. Wie viele verschiedenen Weisen kann ich denn 5 Karten bekommen? Ja, in 5 Fakultätweisen, also
in 5 mal 4 mal 3 mal 2 mal 1 Arten kann ich diese 5 Karten hier bekommen oder in meiner Hand anordnen. Das heißt, das gibt mir jetzt wirklich die Zahl der unterscheidbaren Kartensätze, die aber alle 4 Einser enthalten. Ja, und um jetzt diese Wahrscheinlichkeit, dass alle 4 Einser in 9 Karten sind, auszurechnen, muss ich jetzt noch diese zwei Brüche miteinander dividieren. Das heißt, da muss ich rechnen, also die Wahrscheinlichkeit, 4 Einser in 9 Karten zu haben, da muss ich rechnen, ja, hier die Zahl der Ergebnisse, die die Bedingungen erfüllen, das war ja das hier. Das war das hier, das war 32 mal 31 mal 30 mal 29 mal 28 geteilt durch 5 mal 4 mal 3 mal 2 mal 1. Ja, und das muss ich jetzt teilen durch folgenden Bruch, durch den Bruch, der mir sagt, wie viele möglichen Ergebnisse es gibt. Und das war ja dieser Bruch hier. Ich muss jetzt durch diesen Bruch durchteilen. Das ist aber dasselbe, als wenn ich mit dem Kehrwert multipliziere. Also ich multipliziere mit 9 mal 8 mal 7, geteilt durch 36 bis mal 28. Also hier, ich multipliziere mit 9 mal 8 mal 7 mal 5 mal 4 mal 3, 2, die Einser lasse ich jetzt mal weg, geteilt durch, ja, hier stand 36, 36 mal 35 mal bis mal 28. Das ist das, was ich hier lösen muss, um die Wahrscheinlichkeit zu erhalten, 4 Einser in 9 Karten zu bekommen. Ja, und jetzt können wir eine richtige Kürzungsorgie kann jetzt hier losgehen. Erstens sehe ich mal hier, dass ich hier diese 5er Faktoren, die kann ich hier alle wegstreichen. Dann, ja, 32 bis 28, das ist hier dieser hintere Teil, also 35 mal 34 mal 33, das bleibt mir übrig, der Rest ist weg. Das geht hier weg mit dem. Das heißt, ich habe tatsächlich nur 9 mal 8 mal 7 mal 6 geteilt durch 36 mal 35 mal 34 mal 33. Das ist das, was ich rechnen muss. Also schreibe ich es vielleicht nochmal aus. 9 mal 8 mal 7 mal 6 geteilt durch 36 mal 35 mal 34 mal 33. Und da kann ich jetzt weiter munter kürzen. Also die 9, da bleibt mir hier eine 4. Dann habe ich hier eine 2, das ist die 4 auch weg. Dann habe ich die 2 weg, wenn ich hier eine 17 hernehme. Dann die 5, die 7 kann weg, dann bleibt mir hier die 5 übrig. Und die 6, das teile ich durch 3, da bleibt mir hier eine 2 und hier bleibt mir eine 11. Also was habe ich denn jetzt noch? 2, 2 geteilt durch, ja, da war die 5 noch übrig, mal 17 mal 11, das ist das Ergebnis. 2 geteilt durch 5 mal 17 mal 11. Und wenn ihr das jetzt noch genau wissen wollt, dann sind das 2 mal 5 mal 17, 50, 85. 85 mal 11 sind 850, 935. 2 durch 935. 2 durch 935. Das ist die Wahrscheinlichkeit, 4 Einser in 9 Karten zu erhalten.